Neuer Tag, neues Glück. Tag 3. Tag 3. Gerade einkaufen gewesen und erstmal ein paar Sachen besorgt. Jetzt wollten wir für die Jungs noch einen Ketka besorgen. Ne? Gibt es als 1, 2, 3, 4 und 6 Sitzer. Ein Ketka mit 6 Plätzen drauf. Gab es nur eins, brauchen wir ja auch nicht. Aber so ein Zweisitzer ist natürlich schon cool. Allerdings bei dem Wetter hier ist das natürlich alles easy peasy ausgebucht. Und ja, mal schauen, was so geht. Hier stehen immer noch so ganz alte Wagen, ist auch ziemlich cool. Richtige Wohngegend, das sind so Festcamper. Mega. Also vom Stil her, Schranken und so, alles so ein bisschen urig, aber neu, alles neu hier. Also schon sehr, sehr nett gemacht. Hier ist so ein Schlammspielplatz, gibt es ganz viele von, immer mit Wasserpumpe. Und da, wo Dreck ist, fühlen Kinder sich natürlich wohl, Matsche, Tauben natürlich auch. Ja, schon für die Kids ist das hier auf jeden Fall richtig was. Ja, heute ist ein bisschen Chili Vanilli angesagt. Gucken, was so geht, was so gibt. Ich sag mal, die Eier kann man hier auch kaufen von den Hühnern. Keine Ahnung, warum die hier Ziegen haben. Man darf da gar nicht drauf gehen. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig, wozu das ist. Wahrscheinlich nur zum Angucken von den Knechten hier oder den Damen. Ach ja, das ist doch hier ein Alpaka, oder nicht? Nicht, dass mich das gleich anspuckt. Was jetzt? Okay. Das muss er jetzt nicht einfangen. Hier vor die Füße macht. Ach, hier vorne ist auch noch eins. Hier, Kollege. Klasse Frisur, da muss er glatt vor Neid erblassen. Erstmal schickes Softeis und dann hier Blumenwiese satt. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum anderen Strandabschnitt, der auch fußläufig erreichbar ist. Hier ist auch noch so ein Biotop. Also Wasser ist ja genug da in den Niederlanden. Hier wird es sinnvoll genutzt für irgendwelche Artenschutzprojekte. Zumindest konnte ich das gerade verstehen. Hier ist der ganze Weg irgendwie mit Stroh ausgelegt. Man sieht das hier dann wieder leicht hügelig, Dünen. Ach, so verrückt hier. Man hört nichts mehr. Nur ein paar Stimmen irgendwie im Off. Aber ja, schreien noch lauter, dann hört man es natürlich auch, Vorführeffekt. Aber kein Auto, kein nichts, kein gar nichts. Und auf dem Stroh hier läuft es sich echt seltsam. Sag mal, richtig glatt irgendwie. Kann sein, dass das irgendwie langweilig erscheint auf der Aufnahme, aber hier das zu sehen, ist schon echt ein Highlight. Dünenlandschaft. Okay, das ist ein wirklich sehr schöner Abschnitt. Ja, heute ist das Wasser schön klar. Gestern war es einmal nur so eine grüne Brühe. So, jetzt wird eine Runde gekocht. So, gibt Bolognese. Nudelwasser, der läuft mit dem Soto Fusion. Richtig Dampf. Über 3 Kilowatt macht der. Aber so schnell muss ich jetzt nicht kochen, deswegen reicht das so. So, Nudeln dazu. Oh Mist. Wie in Italien. Das Unmögliche ist ja möglich geworden. Ich habe es echt geschafft, Nudeln anbrennen zu lassen. Scheiße. Naja, also der Rest wird gerettet, beziehungsweise noch andere Nudeln da.
Dann wird das jetzt erstmal sauber gemacht und nochmal neu gekocht. Shit. Neustart. Das mit den Nudeln, das war nichts. Aber es konnte wieder gerade gebogen werden. Läuft.